Ja, in meinem letzten Video habe ich sie euch schon einmal angeteasert, die leckeren Pastéis de Nata. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Vor einigen Wochen habe ich eine neue Kategorie hier auf meinem Kanal gestartet, nämlich Spezialitäten aus anderen Ländern. Im Zuge dessen habe ich euch gefragt, hier auf meiner Facebook-Seite und auch bei Instagram, ob ihr Ideen aus anderen Ländern, Spezialitäten aus anderen Ländern habt. Ihr habt mir auch ganz viele Vorschläge geschickt und das meistgewünschteste waren die leckeren Pastéis de Nata. Eine portugiesische Spezialität, das ist ein Eierküchlein bzw. eine Eiercreme in Blätterteig. Super, super lecker, solltet ihr auf jeden Fall einmal ausprobieren. Ich habe sie das erste Mal letztes Jahr in meinem Urlaub kennengelernt. Wir hatten nämlich einen Zwischenstopp in Lissabon, da haben wir sie nämlich schon gegessen und fanden sie echt super, super lecker und dementsprechend habe ich mich natürlich gefreut, dass das nun das meistgewünschteste Rezept einer Spezialität aus einem anderen Land von euch war. Ich habe dann schließlich nach Rezepten bei euch gefragt und viele haben sich gemeldet, viele haben mir Rezepte zur Verfügung gestellt, auch von anderen Spezialitäten. Und von den leckeren Pastéis de Nata hat sich die liebe Sabine bei mir gemeldet. Sabine hat selbst einen Backblog, Matos Bakery. Ich verlinke euch alle ihre Seiten, also ihren Blog, Facebook und Instagram, hier unter dem Video in der Infobox. Also schaut auf jeden Fall mal bei Sabine vorbei. Ja, sie hat mich angeschrieben, hat mir ihr Rezept mitgeteilt, hat mir noch ganz, ganz viele Tipps gegeben und hat mir auch im Nachhinein noch mal richtig viel geholfen, denn ich hatte doch einige Startschwierigkeiten. Ich denke mal, ein Problem ist, die Pastéis de Nata werden in speziellen Aluförmchen gebacken. Die habe ich nicht, die habt ihr bestimmt auch nicht. Ich wollte sie auch nicht extra kaufen. Alternativ kann man das Ganze nämlich auch in einem Muffinblech zubereiten. Allerdings das Muffinblech, ich denke mal, weil es ein anderes Material ist, ist das Backverhalten ein ganz klein wenig anders. Ich habe das Rezept von Sabine ein ganz klitzeklein wenig verändert, so verändert, dass ich 12 schöne, richtig schöne Pastéis de Nata hier rausbekommen habe. Und das zeige ich euch heute in meinem Video. Wir starten los mit der Eiercreme. Die Eiercreme muss nämlich vollständig auskühlen. Am besten im Kühlschrank. Was heißt am besten im Kühlschrank? Sie sollte im Kühlschrank auskühlen und zum Weiterverarbeiten Kühlschrank kalt sein. Und deswegen starten wir nun mit der Eiercreme. Wir benötigen 350 ml Milch, 105 Gramm Zucker, ein Ei, 3 Eigelbe, 15 Gramm Speisestärke und die Schale einer Bio-Zitrone. Diese habe ich ganz einfach mit einem Sparschäler abgeschält. Die Eigelbe, das Ei, der Zucker werden mit 2 Esslöffel Milch verrührt. Anschließend kommt noch die Speisestärke dazu und das Ganze wird klümpchenfrei glatt gerührt. Macht das am besten mit einem Schneebesen. Ich habe nämlich jetzt auch noch zu einem Schneebesen gewechselt. Die übrige Milch gebe ich in einen weiten Kochtopf zusammen mit der Zitronenschale und lasse dieses einmal aufkochen. Sobald die Milch aufkocht, schalte ich den Herd aus, nehme die Zitronenschale heraus und rühre die Eiermasse mit einem Schneebesen klümpchenfrei ein. Stelle den Herd schließlich wieder auf mittlere Stufe und erwärme die Eiercreme unter ständigem Rühren so lange, bis sie anfängt einzudicken. Den Topf nehme ich nun vom Herd, fülle die Creme in eine andere Schüssel, bedecke die Creme direkt auf der Oberfläche mit Frischhaltefolie, so bildet sich keine Haut, und lasse die Creme vollständig auskühlen.
Meine Eiercreme steht im Kühlschrank. Ich habe sie übrigens auch schon gestern Abend zubereitet. Das ist überhaupt kein Problem. Das könnt ihr ohne Bedenken machen, denn vor dem Weiterverarbeiten muss diese auf jeden Fall Kühlschranktemperatur haben. Bevor ich sie aber hole, kümmern wir uns erstmal um den Blätterteig. Wir benötigen für 12 Pastei de Nata insgesamt 1,5 Rollen fertigen Blätterteig. Wenn ihr selbst gemachten Blätterteig verwendet, benötigt ihr 400 Gramm. Sobald die Creme im Kühlschrank vollständig ausgekühlt ist, wird der Blätterteig zubereitet. Wir benötigen 1,5 Rollen. Ich teile mir eine Rolle von meinem Blätterteig, schneide mir einfach die Hälfte ab, rolle die zweite Rolle auf, gebe nun die abgeschnittene Hälfte unten dran, verbinde die Blätterteigplatten miteinander und rolle den Blätterteig eng von der kurzen Seite her auf. Die Rolle wird nun zu einer Länge von 36 cm gerollt. Anschließend schneide ich 12 3 cm Stücke ab. Gebacken werden die Pastei de Nata in einer Muffinform. Dazu habe ich mir die Muffinform ein wenig eingefettet. Ich verwende hier ein Backtrennspray. Ihr könnt natürlich auch Butter oder auch ein klein wenig Öl verwenden. Die Blätterteigstückchen stelle ich nun aufrecht in einer der Mulden, befeuchte mir die Finger mit etwas kaltem Wasser, drücke sie erst am Boden fest und forme dann den Teig am Rand der Muffinförmchen nach oben. Sobald die Mulden ausgekleidet sind, muss der Teig nochmal für 10 Minuten in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit heize ich den Backofen auf 250 Grad Umluft vor. Der Teig ist nochmal ausgekühlt, die Eiercreme ist kühlschrankkalt und nun verteile ich jeweils 2 Teelöffel in die Mulden, streiche die Oberfläche grob glatt und gebe die Pastei de Nata für etwa 12 bis 14 Minuten in den Backofen. Meine Pastei de Nata waren 12 Minuten im Backofen und die Oberfläche hat ganz leicht angefangen zu karamellisieren. Das ist übrigens kein Backfehler, dass die Pastei de Nata auf der Oberfläche dunkle Stellen haben. Meine sind relativ hell. Ich mag es aber auch nicht so gerne, wenn sie so dunkel sind an der Oberfläche. Aber wenn ihr mal in Portugal seid, schaut sie euch mal im Original an. Die sind richtig, richtig dunkel und haben teilweise auch richtig schwarze Stellen. Wie gesagt, das ist kein Backfehler. Das ist ganz normal und gehört bei diesen Törtchen mit dazu. Wenn sie euch zu hell sind nach der Backzeit, dann schiebt sie noch mal ganz kurz unter Beobachtung unter den Grill eures Backofens und schaut einfach, bis sie euch dunkel genug sind und holt sie dann raus. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de.
Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard und ihr findet ihn auch hier unter dem Video in der Infobox. Falls ihr mal Ideen habt für Spezialitäten aus anderen Ländern, sei es, dass ihr selber aus einem anderen Land kommt oder ihr wart vielleicht mal in Urlaub und habt dort was Leckeres kennengelernt, lasst es mich auf jeden Fall wissen und schreibt mir das in die Kommentare und vielleicht ist euer Rezept demnächst auch hier auf meinem Kanal zu finden. Wenn ihr noch nicht genügend Videos von mir gesehen habt, dann schaut doch mal hier vorbei. Ich verlinke euch noch zwei weitere Videos und damit verabschiede ich mich auch nun für heute. Wünsche euch einen wundervollen Start in den neuen Tag und eine wunderschöne Woche. Und dann sehen wir uns ganz bald in einem neuen Video. Macht's gut. Tschüss.